Eines Tages ging der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Kanzel, die Mimba herauf. Faqala amin, amin, amin. Dann sagte er amin, amin, amin. Und amin ist eine Bestätigung für das Bittgebet. Dann fragten die Sahaba ihn über diese Angelegenheit. Er sagte, atani Jibril. Jibril ist zu mir gekommen. Faqala ya Muhammad. So sagte er, o Muhammad. Man adraka shahra Ramadan. Famat. فَلَمْ يُغْفَلْ لَهُ فَأُدِخِلَ النَّارِ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ قُلْ أَمِينَ فَقُلْتُ أَمِينَ. Das ist Allah subhanahu wa ta'ala salama. Er sagte, als Jibril zu mir kam, sagte er, O Muhammad, wer den Monat Ramadan erreicht und er stirbt, während ihm in diesem Monat nicht vergeben wurde. Warum nicht vergeben wurde? Weil die Sünden von ihm auch im Monat Ramadan genauso gemacht wurden wie in anderen Monaten. Weil er von morgens bis abends nur mit Filmen und mit Serien und mit dummen Videos beschäftigt war. So hat er die Vergebung Allahs nicht erreicht. Seine Gebete hat er genauso schlecht gemacht wie vorher, wenn er überhaupt gebetet hat. Und das Fasten hat er nicht ernst genommen. Er war nur darauf aus, auf die Zeit zu gucken, wann ist endlich der Zeitpunkt, wo ich essen kann. Und überhaupt hat er den Monat Ramadan nicht für das Koranlesen genutzt, nicht für den Dhikr, für das Gedenken zu Allah genutzt. Er hat den Monat Ramadan nicht auf beste Art und Weise verbracht. So sagte Jibril alayhi salatu wassalam, er sagte, ja Muhammad, wer den Monat Ramadan erreicht, und dieser stirbt, ohne dass ihm im Monat Ramadan vergeben wurde. Und wie viele Monate von Ramadan haben wir so verbracht in der Vergangenheit? An wie vielen Monaten? In wie vielen Monaten hat Allah uns vergeben? Frage ich euch, liebe Geschwister. War es das letzte Jahr? War es das vorletzte Jahr? Es kann sein, dass wir zu denjenigen gehören. Und wir bitten Allah um Schutz, dass wir zu diesen gehören, die vielleicht 20 Jahre Ramadan gefastet haben. Aber in keinem Monat wurde ihnen vergeben. Wer den Monat Ramadan erreicht und er stirbt, ohne dass ihm vergeben wurde, höre zu, so sagt Jibril, so soll er in das Höllenfeuer hereingeworfen werden. Und Allah soll ihn weit von sich weisen. Sag Amin, ja Muhammad, so sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam Amin.